Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Produktvorstellung. Als allererstes möchten wir gerne sagen, dass wir das Set weder geschickt noch irgendwie bezahlt bekommen haben. Wir hatten das gesehen, fanden das selber sehr interessant, haben es uns dann ja von unserem eigenen Geld gekauft und ja, haben es bei uns oder bei mir zumindest bei Insta reingestellt. Daraufhin kamen doch recht viele Nachfragen von euch, ob wir da mal was zu sagen konnten. Dann haben wir uns überlegt, eigentlich cool, wir wollen ja eh mehr Videos machen, dann können wir auch so ein bisschen Produktreviews machen. Und ja, haben uns das Ganze gestern schon mal angeschaut und möchten euch da jetzt mal so ein bisschen mit reinnehmen. So, öffne das Ganze, so wie das heute auch üblich oder angebracht ist, finde ich. Ist ja auch so ein bisschen mit Hashtags gearbeitet worden. Ne? Hier steht No Hidden Firlefanz. Jetzt wird es dufte. Also man ja, hat eine sehr sympathische Sprache gewählt. Hier, das haben wir uns gestern schon mal angeguckt, ist die Gebrauchsanleitung in ja, verschiedensten Sprachen. Ist aber eigentlich, bis auf eine Kleinigkeit, die wir gleich mal erwähnen werden, eigentlich relativ simpel erklärt. Hier habt ihr die Flasche. Macht auch einen recht hochwertigen Eindruck. Sieht jetzt gerade nur so aus, weil noch ein bisschen Wasser drin ist, von dem, wo wir es getestet haben. So, dann schraubt ihr das Ganze auf und habt hier oben eine Vorrichtung für die Pots. Die schauen wir uns jetzt mal an. Kommen in dem Starter-Set, in den Geschmäckern. Zitrone, Hopfen, Pfirsich, Apfel, Orange Maracuja sowie Limette. Wir werden jetzt für den Test, wir haben die ja gestern alle schon mal durchprobiert. Apfel mal drauf machen. Ne? Machen wir Apfel mal drauf. Packen wir das aus. Der Pott ist normalerweise noch luftdicht eingeschweißt. Nun gehen wir bei der Flasche hin, machen Vorführeffekt. Ne? Hier den Deckel auf, nehmen uns ein wenig Wasser. Ein bisschen Wasser. Aber das ist nicht schlimm. Stecken das Ganze wieder rein. So, und bringen nun den Pott an, der hier tropfenförmig ist, so wie auch hier an der Flasche tropfenförmig ist, und drücken das Ganze so drauf. Jetzt, wenn er ganz unten ist, funktioniert er nicht, das heißt, wir haben keinen Geschmack. Jetzt ziehen wir das Ganze hoch, bis ihr hier einen kleinen Widerstand merkt. Und das Ganze hat Geschmack. Bevor wir es vergessen zu erwähnen, die Funktionalität des Ganzen, ja, wir werden das Foto hier mal so reinzoomen, läuft halt über diese Pots. Diese Pots werden hier oben auf die Flasche draufgesteckt und über den Geruch wird eurem Gehirn der Geschmack simuliert. Was ich sehr interessant fand, dass wenn ihr das trinkt und die Flasche, also sprich den Geruchspot von eurer Nase wieder wegbewegt, zumindest bei mir so war, dass ich immer noch den Geschmack im Mund hat. War es bei dir auch so? Mhm. Okay. Mhm. Hast du gerade mal ausprobiert? Mhm. Ja. Und das finde ich halt sehr faszinierend, ja, und sehr cool. Zu den 1, 2, 3, 4, 5 Geschmäckern kann jeder nochmal so sein Favorite erzählen. Eigentlich würde ich ja sagen Ladies first, aber den Clou möchte ich, weil ich glaube, ich weiß, was Lauras Lieblingsgeschmack ist, den Clou möchte ich ihr für später nochmal bewahren. Mein Lieblingsgeschmack war auf jeden Fall Pfirsich. Auf den Geschmack stehe ich eh so ein bisschen. Kam sehr gut rüber. Ich finde auch, die ganzen Geschmäcker, die wir ausprobiert haben, kamen nicht chemisch daher. Also es war nicht so, es hat wirklich wie Saft im Endeffekt geschmeckt. Ich denke, das wird eine große Geschichte werden. Bin gespannt, wie sich das mit den Geschmäckern noch entwickelt. Vor allen Dingen jetzt, wenn man stilles Wasser nimmt, hat man diesen saftigen Geschmack. Ja. Man kann aber auch Sprudelwasser reinmachen in die Flaschen. Dann hat man wie so eine Schorle. Genau. Gerade auch bei meinem
Genau. Lieblingsgeschmack, echt cool. Ja, also wie gesagt, mein Lieblingsgeschmack, wenn ich mich auf einen einrichten sollte, dann ist es Pfirsich. Als zweiter, das erlaube ich mir das auch nochmal so, ist halt Apfel. Apfel bekommt man eigentlich vom Aroma her immer super hin. Hat man jetzt ja auch gerade im Test, schmeckt auch super. Ja, das waren meine Favorites. Ich finde eigentlich alle sehr, sehr lecker. Ja, das stimmt. Aber am liebsten Zitrone-Hopfen. Es schmeckt wie Fassbrause und ich liebe Fassbrause. Und das Schöne ist halt, dass man eben auch Mineralwasser, also Sprudelwasser mit reinmachen kann, dass man wirklich diesen Fassbrause-Effekt hat. Was wir dazu noch sagen müssen, diese Pots reichen für 5 Liter. Also man kommt auch super lange damit aus. In die Flasche passen jetzt 650 Milliliter. Wir haben auch mal geguckt, was die kosten würden, wenn man die nachholt. Also ein 6er-Pack von einer Sorte kostet 9,99 €, sprich ein Stück kostet 1,66 €, was voll im Rahmen liegt, ja, für 5 Liter Getränk. Ihr habt halt, und das möchte ich gerne nochmal so betonen bei dem Video, ihr habt halt wirklich 100% Wasser. Ja. Ihr habt zwar, natürlich gibt es viele Zero-Getränke und auch viel, was da auch mit aromatisiertem Wasser schon gelaufen ist auf dem Markt, aber ihr habt hier wirklich 0 Kalorien und wirklich einen super Geschmack. Und ja, ich denke, das wird eine große Nummer werden. Ich finde das ganz cool. Bin mal gespannt, was an Geschmäckern noch kommen wird. Wir packen euch auf jeden Fall mal den Produktlink für Amazon unten mit rein. Ich bin da mehr oder weniger auf eine Empfehlung von Frank Thelen draufgekommen. Vielleicht wird den ein oder andere kennen. Höhle der Löwen hat da auch mitgewirkt. Jemand, der viel in neue Bereiche investiert und dem ich auch sehr gern folge. Ich werde den Social Media Kanal sowie die Biografie auch mal unten verlinken. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja, genauso wie dieses Produkt von unserer Seite auch ein absolutes Go bekommt. Sehr innovativ. Ja, wir werden auf jeden Fall 2 davon bestellen, weil dann jeder so mit seiner Flasche kann und ja. Mal was anderes. Mal was anderes. Das war's von uns. Bis zum nächsten Video.